coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Bereit für Befehle. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this. Guten Morgen, Henry. Schön, dass du schon reinschaltest.
Sehr ekelhaft. So früh am Morgen schon so gute Laune versprühen. Nemesis. Was Name wieder. Leg gefälligst, Misting. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. Uh-huh. Was das Lied an? Jetzt habe ich auf dem Handy das Lied. Walking alone. And tonight. Step by step. I've been flying from town to town. Around the world, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Was kriegt schon wieder viel zu gute Laune? Das Lied erstmal zu Ende hören. Ich
Hey, hey, Kalle. Mach gleich wieder leise, meine Lieben. Night, yeah. Flying from town to town, from the London to Taiwan. Ja, als ob man eine Katze gerade umbringt, ne? Schönes Lied. Schnauze, du blöde Werbung. Download habe ich schon angeworfen, Kalle. So, nachher können wir auf jeden Fall datteln, wenn du Bock hast. Musst du mir nur sagen, wann du Zeit hast, dass ich dann auch Zeit habe. Kalle, wenn man ein Shooter-Spiel spielt, sollte man denn bei OBS dann lieber ein bisschen die Qualität ein bisschen weiter runterschrauben oder kann man das trotzdem auf Medium lassen? Ich habe jetzt verschiedenste Berichte gesehen. Die einen sagen, dass es an und für sich egal ist. Die anderen sagen wiederum, dass da dass das nicht egal ist. Was meinen Sie dazu, Sir? Also die meisten stellen es dann, oder manche zumindest dann auf Fast oder so. Aber ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Aber jetzt habe ich sie die ganze Zeit auf Medium gestellt. Was meinen Sie, Herr Kader? Der Raisin kann das handeln. Also er hat ja auch, macht auch keine Probleme oder so. Ich dachte nur, dass vielleicht, wenn er das schneller rendert quasi, also wenn ich das weiter runterstelle auf Fast oder so, er das dann wiederum schneller rendert, dass dann wiederum das Bild auf einer schnelleren Bildwiederholungsrate quasi besser wird. Dann. Weißt du, wie ich meine? Als wenn du jetzt quasi auf Medium renderst, er ja dazu länger braucht und die Bewegung ja quasi nicht, also schneller ist, als wie er braucht, um zu rendern. Also ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie einigermaßen verständlich erklärt habe. Du weißt ja, ich tue mir da mal ein bisschen schwer. Ich schieße hier nur einen Platzpatron, verdammte Scheiße. Wir haben ein Ziel verloren. Na, ich dachte nur, dass es dann vielleicht wiederum besser ist, wenn du dann ein schnell gerendertes Bild hast, wenn du eine schnelle Bewegung ausführst, weißt du, ich meine? Vorgestellt habe, dass das ja bei Medium länger braucht, um quasi das Rendern zu vollenden. Ich lade nach! Moment noch! Ja, aber... okay. Okidoki. Ich habe nämlich jetzt auch ein bisschen was an den Sounds da eingestellt. Hatte ich ja das eine Mal schon erzählt. Da ich nur ein Soundprofil habe, kann ich die Sounds da nicht trennen. Also ich kann Spotify quasi nicht aus der Soundspur rausnehmen, weil ich ja quasi keinen Voice-Sound habe. Also so ein Gaming-Sound und bla bla bla. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Bitrate für den einen Kanal, also für die eine Soundspur erhöht habe. Die ist ja Standard auf 160 gestellt, 160 Kbits, und ich habe sie jetzt auf 320 Kbits gestellt. Das kann man aber nur machen, wenn man auch nur eine Soundspur benutzt wohl. Ich weiß nicht, ob sich der Sound jetzt irgendwie besser anhört oder so. Die amerikanischen Truppen zeigen erste Verschleißerscheinungen. Aber ich hatte daran ein kleines bisschen rumgeschraubt.
Ich nehme mal die andere Munitionsart. Solange du nicht singst, ist alles gut. Naja, dann passt das doch. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre es nicht mein Hut. Ach ja. Hier wird nicht wiederbelebt. Wegschwein. Aua, Ohrenkrebs? Nein. Das muss so sein. Ihr müsst euch abhärten. Ich muss heute wahrscheinlich noch ein Ständchen singen, meine Lieben. Irgendjemand hat heute Geburtstag. Ich weiß nur nicht ganz genau wer. Aber sollte diese Person bei uns im Chat auftauchen, werde ich singen, ob ihr wollt und nicht. Ich will es auch nicht, aber ihr kennt die Regel. Wenn jemand Geburtstag hat, gibt ein Geburtstagsständchen, aber nur ein. Ah, meine Mom kommt heute auch noch. Die hat heute eine Operation. Ich hatte sie eigentlich gefragt, ob ich sie heute da abholen soll von der Operation, aber sie sagt nö. Naja, und ihr kennt meine Mom nicht, wenn sie sagt nee, dann nee. Sie wird an ihrer Hand operiert. Fick nicht mit mir. Erstmal die nächste Zeit zu Hause. Eigentlich ist sie ja nicht so oft hier. Aber jetzt chillt sie erstmal ein bisschen hier. Ja, bestimmt. Der Chirurg ist ganz gut. Auch wenn er jetzt die eine Operation da so ein bisschen... Also er hat sie nicht verkackt, aber die Hand wurde schon mal operiert und dann hat sich da aber jetzt irgendwas entzündet oder so. Und jetzt müssen sie das nochmal machen. Oh, ist wie es ist. Wenn Mutti heute nach Hause kommt, werde ich sie schon ärgern. Dann habe ich jetzt zwei Krallen am Wochenende. Sophie hat sich ja ihr Handgelenk gebrochen. Und Mutter jetzt ihre Hand. Oh, ich werde diese schön verarschen, ne? Naja, dann muss ich mich um die kranken Hühner kümmern. Morgen muss ich dann noch eine Möhrensuppe machen. Sophiechen hat sich Möhrensuppe zum Wochenende gewünscht. Ja, ich bin Stänkerfritze, ja. Das stimmt. Schuldig. Ich bin halt ein kleiner Troll manchmal. Aber ich stänke immer nur so ein kleines bisschen, weißt du, ich meine? Also nicht so, dass das irgendjemandem wehtut oder so. Aber so ein bisschen pieksen tue ich gern, ja. Ich bin unterwegs, durchhalten! Eine Entschuldigung an die Arbeit. Ab und an schieße ich natürlich auch mal übers Ziel hinaus, aber das ist dann meist dann unbeabsichtigt. Markiere Gefahr! Südwesten! Blöder Headglitcher, Alter. Hey, hey, Pupmuggel. Schön, dass du reinschreibst. Guten Morgen. Und danke nochmal für deinen Follow. Hab ich ihn getroffen? Oh, das wär's jetzt gewesen. Junge, Junge. Was wir am Wochenende machen.
Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich vielleicht mit der Kleinen mal in dieses ägyptische Museum gehe. Wir gehen ja ganz gerne mal ins Museum und sowas. Waren auch schon relativ vielen hier bei uns in Berlin. Beim ägyptischen Museum waren wir noch nicht. Da wollte eigentlich ihre Mama mit ihnen hingehen. Aber ich glaube, die waren da bis heute noch nicht gewesen. Übernehmt die Kontrolle über das Betriebssystem. Vielleicht machen wir das mal jetzt am Wochenende. Markiere einen Feind! Sorry, also 40 Meter von meiner Position! Oh, geben Sie sich, Sir, sich mit einem Panzer zu verstecken? Wo fährt der da lang? Was macht der da? Ja, so sieht's aus. Jeder, der nicht hört, den singe ich was vor. Und alle anderen müssen mit drunter leiden. Also ärgert mich nicht mehr. Sonst fange ich an zu singen. Und ich werde lange in euren Gehörgängen bleiben. Neuer Plan! Einer weniger! Oh, ich hab kein Aim. Hat auch den Controller so, also meine Ellbogen quasi so auf den Tisch abgelegt. Den Controller so auf dem Tisch zu liegen, also so in der Hand natürlich. So spiele ich normalerweise nicht. Ich glaube, ich sollte den mal runternehmen. Unsere Truppen haben das Kommando über Sektor Alpha. Eigentlich müsste mein Controller immer so auf meine Beine, weißt du? Also so zwischen Bauch und Beine, so dazwischen. Hat das eigentlich meine normale Controllerstellung? Tja, mal gucken, ob das Geburtstagskind heute noch reinkommt, Kalle. Weil, wenn ja, dann singe ich heute auf jeden Fall noch. Dann ist es wieder soweit. Hopp! Hopp! Oh, Klette! Hopp! Ach ja, dieser Granatwerfer ist viel zu okay. Dann hast du auch noch 4 Schuss und 2, die du sofort abballern kannst, ne? Wahnsinn. Das ist viel zu dolle. Wo sind die Bots? Kommt sofort hierher. Wer wagt es? Echo 1 ist unser nächstes Ziel. Nicht gleich so in die, konnte nicht gleich sagen, wo er ist. US-Truppen kontrollieren Sektor Alpha. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Wie eine geschmölte Maschine. Gemeinsam. Ja. Einsatzteam gesichert. Nordwesten. Diese olle Mistsau. Hoffentlich war es ja, war ja das auch. Aber wir werden es überprüfen gehen. Mann, Alter, dass sie meine Gravel-Stimme so kurz gemacht haben jetzt, ne? Feindliche Streitkräfte bei Charlie 1. Ist so tief. Markiere einen Feind. 110 Meter. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Die sind da immer noch drauf. Der Feind hat ein Ziel gesichert. Charlie
Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Kann nicht wahr sein. Er kommt wirklich nochmal. Ah ne, das ist ein anderer. Vielen, vielen lieben Dank, Halle, für deine geisteskranke Zeit, die du hier schon verbracht hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, mein Lieber. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Ohne Ausrufezeichen. Ohne Leerzeichen, lieber. Sektor Echo unter amerikanischer Kontrolle. Ja, vielen, vielen Dank, Henry, dass du mit deinem zweiten Account auch schon so ewig lange hier warst. Danke, danke, danke. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Feind am Boden! Granate unterwegs! Welche Richtung kommen wir eigentlich? Delta-Richtung. Ein C wird belagert. Noch eine Sekunde. Wie kann unser Team so extrem schlecht sein? Ist ja echt der Wahnsinn. Obwohl wir ja noch führen, aber wenn es weiter so geht, dann haben wir gleich die Führung verloren. Wahnsinn. Ich meine, die Feinde sind ja jetzt nun wirklich nicht stark. Wir überwachen alles von hier. Ja, sag's, Sven. Na, das ist ein Bot. So wie der mich gleich im Visier hatte. Feindlicher Transporter markiert! Rüsten! Eigentlich ist hier so der Spawn. Der Spawnpunkt von den Feinden, wo sie am meisten kommen, von der Seite her. Entweder hier hinter spawnen sie, oder auf der Seite. Oder ein Stück weiter dahinter noch. Markiere Gefahr! Das sind so die Hauptdinger. Hab ich gesehen. Getroffen! Schwer verletzt! Hoch mit dir! Komm schon, komm schon! Feind lokalisiert! Panzer der Gegner lokalisiert! Noch für eine Sundance, warum wirft ihre Granaten nicht? Sektor Echo ist in unserer Hand. Scheiße! Verbündeter getroffen! Er wird nicht gestorben! Komm schon! Verlieren weiter! Hand nach oben! Soldat an der Gegenseite! Gegner erwischt! Haltet mir den Rücken frei! Neuer Plan. Ja.
Amerikanische Truppen ziehen sich zurück. Mission erfolgreich. So geil aus. Ja, haben sie gut genächtigt so? Sehr gut geschlafen. Ach, das hier sich doch eher, Sir. Platt. So muss das. Die USA haben Interesse an einem Datenzentrum in Songdo, Südkorea. Wir glauben, dass dort ein Cyberangriff vorbereitet wird und haben keine diplomatischen Optionen mehr. Ihr müsst die Anlage und die Umgebung sichern. Wenn die Amerikaner versuchen, Boden zu halten, drängt sie zurück. Wir zählen auf euch. Girl is here. Ziel gesichert. Unsere Truppen haben das Kommando über Sektor Alpha.
Wir sind nervig. Sie haben Sektor Charlie eingenommen. Das ist ein Mist, aber ist auf dem Dach irgendwo. Holt mal die Katze, aber eigentlich hätte die mich noch nicht anwiesen dürfen. Tja, ich kann so nicht agieren, solange der sich da nicht bewegt. Einfach nichts machen. Einen wunderschönen guten Morgen, Train. Die müssen die Katze da wegräumen. Sonst tut das nichts. Test ist positiv. Oh mein Gott. Es tut mir leid, mein Lieber. Ich hoffe, dass das sich nicht so schlimm erwischt hat. Oder nicht so schlimm erwischen wird. Natürlich gute Besserung. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Wo bleibt die Zukunft? Sind sie... Alter, was ist denn das hier? Na, Kampfhelikopter. Das war's. Unter uns. Mayday, Mayday, Mayday. Feindliche Kämpfer greifen Alpha 2 an. Sektor Alpha gesichert. Junge, Junge, Junge. Jemand will hier meinen Tod? Aber wir sind immer noch stark.
Ja, ein Polenböller. Die sehen ihn nicht. Condor. Missau. Der war mutig, ey. Wahnsinn. Junge, 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 Junge. Nein, was machen Sie da? Ah! Zu viel, zu viel, zu viel. Klettern wir eine Runde. Ziel markiert. Vorrücken. Die Zentrale überwacht euren Fortschritt.
Ach ja. Alarmstufe Rot, Lopez. Gerade bildet sich ein Tornado und stellt eine völlig neue Bedrohung dar. Immer ein bisschen Salz verstreuen, meine Lieben. Falls ihr euch fragt, warum ich den jetzt gedebackt habe, einfach nicht. Ja, ich kann. Um ihn zu ärgern. Oh oh. Der Hass wird wieder real sein, meine Lieben. Ein bisschen Spaß muss sein. Zur Hilfe, zur Hilfe, ich brauche Hilfe. Boah, ist wirklich hergekommen. Ja, sie müssen gedrückt halten, Sir. Kein Problem, lassen Sie sich Zeit. Du bist witzig. Was ist denn jetzt davon? Dreckschwein. Hey, Obi. Der Feind hat Sektor Bravo vollständig eingenommen. Guten Morgen, Ace, over. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Didi, weiter geht's. Gehört eigentlich. Verbündete Einheiten sichern Ziel Bravo 1. Komisch. Verwundet! Nein! Dann ist es eher. nein. Darauf hat er gewartet die ganze Zeit bestimmt schon. Wo ist dieses Schwein?
Ach nee. Wollen Sie mich hoch? Jemand muss mir helfen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann mir hier mal jemand helfen? Verdammt nochmal. Das Erbsen-Curry. Ist heute bei dir, Kalle, oder was? Klingt doch lecker. Guten Morgen, GmbH. Gezeichnet. Nee, ich esse Leberkäse. Nein, Sie müssen Ihren Magen schonen. Sie essen Suppi. Mit dem Leberkäse, sagst du? Das klingt doch auch richtig geil. Dwayne, Sie kriegen heute auch keinen fallenden Leberkäse. Wie wäre es heute mit lecker Tee und Suppe? Kalle, Sie sind wahnsinnig. Sie sollen nicht so fettig essen, das hat die Arzt Ihnen gesagt, Sir. Haken ist fest! Der arme Train. Ach, da fühle ich richtig mit dir, mein Lieber. Nein, Kalle. Leben Sie gefälligst gesünder? Sie futtern viel zu fettig? Deswegen haben Sie Magenprobleme bekommen, also essen Sie nicht so fettig. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtes. Fallt am Boden! Fallt am Boden! Bleib beim nächsten Mal in Deckung! Feindverbände greifen Bravo 1 an. Nein, du kriegst aber keinen. Du kriegst heute eine leckere Suppe. Kommando zurück! Nein, Fett gibt Tinte auf dem Füller, aber du hast das mit Magen, Kalle? Muss erstmal dein Magen passieren, der ja geschädigt ist. Ich schicke dir welche Train. Nein, Train kriegt nichts. Amerikanische Kräfte haben Sektor Charlie. Lebt doch mal ein bisschen gesünder, Männer. Halt zurück! Aber nur eine Bockwurst, Herr Train. Ich habe eine erledigt. Kein Paar, eine. Auch wenn sie zusammenhängen, gehören sie nicht zusammen. Verhindern, dass Feuerstruppen alle Sektoren erobern. Na, scheiße, wenn man seinen Geschmackssinn da verliert, ne? Das ist wirklich richtiger Mist. Ach, das ist aber edel von dir, Kalle. Solltest du mich mal hier in Berlin besuchen oder du irgendwas Spezielles suchen, musst du mal gucken. Ich glaube, im KDW war das gewesen, hier bei uns in Berlin. Kriegst du so sehr viele Arten von Tieren. Da kannst du unter anderem auch Hai und so ein Quark alles kaufen. Also wenn du da mal was brauchst, dann sag einfach Bescheid, dann kaufe ich dir das und schick dir das rüber. Die haben echt richtig viel Zeug. Und auch so exotische Früchte und Gemüse. Das ist aber nett. Danke. Wie komme ich jetzt hier wieder raus?
Feuerbach rüber. Easy. Hup. Hey. Die Mission ist mindestens einsame zu töten. Yeah. Mission erfüllt. Oh, richtiger Schelm hier. Ja, gibt ja neue lustige Video mit der militanten Veganerin und so ein Twitcher. Also ich glaube, das ist auch unter anderem ein Rapper. Und dann, Alter, die geht den auch wieder so richtig krass an. Er sagt, ja, also so schon so in diesem Vorbild sieht man so, wie der Typ dann so sagt, so ja, eigentlich, ich bin nie auf Streit aus und so und alles gut bei mir und so. Na, also mit mir sich zu fetzen ist gar nicht so einfach, weil ich so defensiv quasi bin und so was ja gar nicht mag und bla bla bla. Und dann siehst du so als nächstes Bild dann so, wie die Alte ihn übelst anschreit. Diese militante Alte. Junge, Junge, Junge. Ja, würdest du irgendwas, weiß ich nicht, wenn du nackt... Ach, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Irgendwas mit nackt und bla bla bla. Ey, ich hab so gefeiert. Das fand ich wieder so witzig. Den veganen Sojabohnen. Alter, das ist so ein ordentlicher Rappername. Da musst du mal eingehen bei YouTube. Militante Veganerin. Junge, Junge, Junge. Also diese Frau wirklich Hass pur. Musst du dir vorstellen, die ist dann so auf der Straße und labert so die Leute dicht. Warum die Tiere essen und dass alles Mörder sind und bla bla bla. Und dann kommen ja welche aber immer zu ihren Stand und wollen dann halt argumentieren, so ja, ich esse zwar immer noch Fleisch, aber ich gucke schon wenigstens, wo ich das herhole sozusagen. Also dass das nicht irgendeine Billigware ist und dass das in Anführungsstrichen glücklichere Tiere gewesen sind und bliblablub. Und die zerpflückt den Typen da in der Luft, Alter, das ist der Wahnsinn. Also wenn du die noch nicht kennst, Train, gib mal einen, militante Veganerin. Alter, die ist wirklich der Wahnsinn, die gute Frau. Ich sag mal, jeder so, wie er möchte, ne? Also mein Sohn als Beispiel, der ist ja Veganer, das hat er sich selber ausgesucht, weil er halt nicht möchte, dass irgendwelche Tiere getötet werden, damit er die essen kann, sozusagen. Und das hat er aber schon beschlossen, da war er noch in der Kita gewesen, so mit 5 oder so. Und da ist das auch für mich vollkommen okay. Und Sophiechen hat jetzt, ist eigentlich keine Veganerin, hat aber jetzt angefangen, irgendwie durch ihren Lehrer, der wiederum Veganer ist, da irgendwie... weiß ich nicht, die vegane Haltung anzunehmen. Aber bei Sophiechen sehe ich das nicht so ganz, dass die das überhaupt durchzieht. Aber ich bin eigentlich der Meinung, jeder sollte mal so leben, wie er möchte. Aber diese militante Veganerin möchte ja sich, also quasi ihre Meinung jeden aufdrücken. So, weißt du, ihr Weg ist der richtige und kein Weg ist besser als ihr Weg. Also so ungefähr, weißt du? Und so eine Leute kann ich echt nicht ab, die dann, egal mit was für ein Thema, das können auch andere Themen sein, ne? So wie, keine Ahnung, Politik oder, keine Ahnung, Religion. Jeder hat ja seinen eigenen Glauben und so ist das ja auch richtig und so soll es ja auch sein. Und wenn dann andere Leute kommen und dann da meinen, die wissen alles besser, das ist echt immer der Wahnsinn, da kriege ich immer das kalte Kotzen. Ich muss mit meinen Kindern reden. Naja, bei Kevin ist das einfach so. Aber ab und an ist da zum Beispiel jetzt so Bratensoße oder so. Ist das schon mal ganz gerne. Oder ab und an, aber eher ganz, ganz selten mal eine Currywurst oder so. Aber das ist schon wirklich sehr selten. Und Sophiechen ist halt genau das Gegenteil. Sie isst halt gerne Fleisch und Nuggets und ihr ist das eigentlich egal. Aber ihr Lehrer hat wohl öfters jetzt mit den Kindern geredet über vegan sein. Und jetzt auf einmal sind da mehrere Kinder in ihrer Klasse und sie unter anderem, die dann jetzt auf einmal vegan leben wollen. Und da finde ich das schon ein bisschen... fragwürdig, dass der Lehrer versucht, da wieder Einfluss auf Kinder zu nehmen, dass sie halt vegan leben sollen, weißt du? Weil Sophiechen will mir auch nicht so ganz genau erzählen, warum, also was der genau gesagt hat, der Lehrer. Also keine Ahnung.
Naja, und da will ihre Mama, also ich wohne ja relativ weit weg von Sophiechen, aber ihre Mutter wollte damit auch nochmal zur Schule gehen und wollte das auch nochmal ansprechen. Und wenn sie das nicht verpeilen sollte, dann mach, oder verpeilen sollte so, dann werde ich da nochmal hingehen und das nochmal ansprechen, dass ich sowas nicht möchte, dass Sophie, also, dass er hier anfängt, ja, wie soll ich sagen, mein Kind zu erziehen, so, also so, wie, ja, wie, kann es gar nicht so richtig erklären. Also, wenn Sophie das von sich selber ausmacht, so wie Kevin als Beispiel, dass er von sich selbst sagt, so, ich möchte das nicht mehr, so, dann ist das eine Sache. Wenn dir aber jemand sagt, so, ja, Tiere töten ist schlecht und bla, und deswegen ist, und du kriegst dadurch ein schlechtes Gewissen und isst die deswegen nicht mehr, so, dann finde ich das schon wieder so, weiß ich nicht, ja, wie du schon schreibst, GmbH, so, Gehirnwäsche, so, weißt du? Das ist genau wie Religion und so, sowas möchte ich auch nicht, dass meine Tochter da unbedingt jetzt da übelst die Religion-Keule abbekommt. Religion ist okay und man soll darüber auch auf jeden Fall was lernen und wissen. Aber niemand soll den anderen quasi die Meinung aufdrängen, so weißt du? Da muss ich auf jeden Fall, wie gesagt, sollte sich das nicht, kann ja jetzt auch sein, wenn Sophie wieder hier ist und sie sagt, ja, ich möchte gerne Nuggets essen, dann hat sich das ja sowieso wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Aber sollte Sophiechen, die kommt ja jetzt am Wochenende und dann auch immer quasi diesen veganen Weg wählen, was ja wie gesagt okay ist, aber dann werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Lehrer reden. Sollte ihre Mutter das noch nicht gemacht haben, ich habe die jetzt schon 2-3 Tage nicht gesprochen. Das ist ja erst seit neuestem, dass Sophiechen jetzt Veganerin ist. Wie es aus kann. Ja, also ich nehme stark an, dass das irgendwas, wie gesagt, mit den Lehrer da zu tun hat. Der ist ja, wie gesagt, Veganer und redet da wohl auch öfters mit den Kindern drüber und Sophie, wie gesagt, will mir nicht erzählen, worüber die da geredet haben. Dann räumen wir den Mist, wo ich sie danach gefragt hatte. Naja, wir werden es im Auge behalten, meine Lieben. Singapur ist der Schlüssel für den weltweiten Warenverkehr, aber uns liegen Berichte vor, wonach russische Truppen in den Hafen. Nehmen wir doch mal das neue Fahrzeug. Wenn sie sich eingraben, droht uns eine weltweite Schifffahrtskrise. Ihr müsst die Russen zurückschlagen. Weitere Informationen, sobald ihr gelandet seid. Singapur zählt auf euch. Darf ich vorstellen, meine Lieben, das neue Fahrzeug. Wunderschön. Man hat weniger Bewaffnung. Du kannst dich noch weniger gegen alle Fahrzeuge wehren. Also ist ein Träumchen. Und das einzig Positive, was wir schon mal herausgefunden haben bei dem Fahrzeug, ist, der ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Das ist schon mal positiv. Und was auch ganz gut ist, die Leute können bei denen, auch wenn der jetzt so komplett voll ist, kannst du trotzdem bei denen spawnen. Nur halt nicht ins Fahrzeug, dann musst du so neben das Fahrzeug spawnen. Und das ist eigentlich auch noch ganz gut. Sie haben Sektor Alpha erobert. Aber du hast eine schlechtere, also Anfangsbewaffnung auf jeden Fall, weniger Schutz, haben wir auch schon festgestellt. Also an und für sich weiß ich nicht so ganz genau, warum man dieses Fahrzeug spielen sollte. Oh, ich muss nachdrehen. Weil die Muff hat mehr Bewaffnung, hält mehr wahrscheinlich aus. Und. Ja, Mutti ist gerade eingefangen. Wenn ich drücke, muss ich mal ganz kurz den Preis machen. Aber nur ein paar Minuten. Ich muss ja mal gucken, ob bei ihr ist. Ihre Hand mehr dran ist. Mayday, Mayday! Oh, schwerer Beschuss! Versorgungsabbruch bereit! Da kommt er. Und weg! Unsere Truppen haben ein Ziel verloren! Ah! Oh,
Sehr nice Train. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Aus dem Kampfhelikopter habe ich auch noch nicht geschafft, den Heli raus, den Piloten rauszuschießen. Das ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen. Ich bin sofort wieder da, meine Lieben. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Nein, Twain, Quatsch. Du kannst mir sehr, sehr gerne auch einfach eine Anfrage schicken, mein Lieber. Du bist doch so oft hier bei uns allen im Stream, du kannst sehr gerne eine Anfrage rausschallern. Einfach mal Account oder PSN bei mir hier im Chat schreiben, dann kriegst du meinen Namen oder hier unten links, Bernie-030. Ich brauche einen Lagebericht. Das macht ja nichts. Wir können doch trotzdem zusammen spielen. Wir haben doch andere Spieler auch. Knorpi zum Beispiel spielt auf der Xbox. Und andere Spieler auch. Wie gesagt, ihr seid immer herzlichst eingeladen, alle mitzumachen, meine Lieben. Also ihr könnt mir, du genauso, Shinji, du kannst mir sehr, sehr gerne eine Anfrage schicken. Mal, wartet mal, wenn ich tot bin, dann machen wir das gleich mal zusammen. Bernie, magst du Leberkäse? Ja, doch, ja. Ich esse meist immer den Pizza-Leberkäse. Aber bei uns hier in Berlin, muss ich dazu sagen, gibt es keinen guten Leberkäse so wirklich. Wenn ich mir mal Leberkäse hole, denn immer wenn entweder bayerische Wochen sind bei Lidl, da hole ich mir ganz gerne mal was. Oder bei Edeka an dieser Theke. Da geht auch der Leberkäse immer klar. Also das kann man schon essen. Auch Leber esse ich ganz gerne, aber zum Beispiel Herzen oder sowas esse ich wieder nicht so ganz gern. Guten Morgen, Knorri. Wir haben ein Ziel übernommen. Nein, keine, du sollst mir nichts schicken. Sie haben mich schon genug geschickt. Ressourcen, um im Spiel zu bleiben. Du musst ja letztens erstmal für Kevin so eine Minecraft-Katze nachkaufen, die du Sophiechen da geschickt hattest. Das Kuscheltier. Oh, sorry, mein Lieber. Da bin ich wohl über ihn rübergerollt. Meine Schuld. Wollte, hat Kevin die, hatte Sophiechen den einen Tag die mit beigehabt und dann wollte Kevin die auch gleich haben. Dann durfte ich dann nochmal so ein Ding nachbauen. Der neuen Generation, die euch irgendwie. Ja. Genau so, Train. An und für sich spielen wir alle schon auf der PlayStation 5, aber wir spielen alle die PlayStation 4 Version. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Also es passiert eher selten, dass wir mal die PlayStation 5 Version spielen. Ich habe sie auch gar nicht mehr drauf. Könntest du mir aber natürlich jederzeit wieder runterladen.
Ich dachte mir, warum soll ich die drauflassen, wenn ich sie sowieso nie spiele? Und das hat einfach den Grund halt auch gehabt. Und damals, wo das Spiel rausgekommen ist, hatten halt noch nicht so viele Leute das Glück, eine PlayStation 5 zu ergattern. Dann habe ich natürlich immer die PlayStation 4-Version gestartet und dann kam immer mehr dazu und ein paar haben immer noch keine PlayStation 5 bekommen bis jetzt. Und dass halt jeder mitspielen kann, spielen wir immer die Old Gen. So hat das halt angefangen und jetzt mittlerweile ist halt auch einfach so, dass ich keine Muße habe, mir das beizubringen, da mit diesem 126er Modus oder 124, nee, 122, ist ja egal, auf jeden Fall den großen Modus. Mir das beizubringen, da überhaupt zu bestehen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und deswegen spiele ich dann lieber die alte Version weiter. Das fühlt sich für mich noch immer mehr an wie Battlefield irgendwie. Ja, also das würde ich auch sagen, Kalle, dass wir da einen Discord-Server machen. Ich habe meinen Discord schon mal mit meiner PlayStation verbunden. Das habe ich schon mal gemacht, also hier diese Verknüpfung. Und jetzt in diesem Monat soll ja Discord rauskommen. Das soll zwar nur mit PC-Unterstützung bzw. Handy am Anfang laufen, also so ähnlich wie wo das mit Xbox rausgekommen ist. Aber ja, nach einem halben Jahr oder was nehme ich mal an, dass das ganz normal einmal sich damit anmelden und dann kannst du dann da halt einfach auf die Server rauf. Nehme ich doch mal an. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und dann ist es auch viel besser mit den Quatschen und können wir auch alle schön zusammen zocken. Also da freue ich mich schon drauf, auch wenn viele da noch so ein bisschen mehr gegenüber sind. Und wie ist das neue Fahrzeug? Das ist total nutzlos. Wir kontrollieren den Großteil, um ehrlich zu sein. Sektor Charlie ist in Feindeshand. Das einzige Positive an dem Fahrzeug ist, du bist schneller als eine Muff und du kannst die Leute, guck mal, wir sind jetzt eigentlich ja voll und die Leute springen hier trotzdem die ganze Zeit aus unserem Fahrzeug. Das ist das einzige Positive hier an dem Fahrzeug. Also auch wenn es voll ist, kann es besetzt werden. Oder angewählt werden. Und wie du ja siehst, wir kommen viel schneller vom Platz. Also mit der C5-Ladung und wegzuballern ist jetzt schwieriger. Aber ich muss sagen, dass an und für sich jetzt der Maft in meinen Augen erstmal noch besser ist. Aber wir haben auch noch keine Bewaffnung und so weiter. Verbündete greifen mein Ziel Charlie 2 an. Ja, noch haben wir ja nicht allzu viel. Das ist durchaus so schwer. Mir ist das egal, ob jemand eine Xbox hat oder eine PlayStation oder keine Ahnung von mir, es auf Nintendo spielt. Das ist mir alle total bums. Und welche Konsole jetzt nun stärker oder schwächer ist oder was die besseren Extras hat, das ist mir alle völlig egal. Ich habe mir halt damals ich hätte auch eine Xbox haben können, aber ich habe mich halt für die PlayStation entschieden, weil ich schon immer auf der PlayStation bin. Und deswegen habe ich da mir nie so wirklich einen Platten drüber gemacht, überhaupt eine Xbox mir zu holen. Aber ich hätte damals so Release der Xbox bzw. PlayStation mir auch gleich eine Xbox im Laden kaufen können. Ja, ist doch gut, Alter, mit deinen Vorwärts und Rückwärts. Lass mich doch einfach durch, Mann. Oh mein Gott, Alter. Der triggert mich so ein bisschen schon wieder. Ja, das muss ich auch leider sagen, auch so mit dem Pass und so, dass da leider Sony ein bisschen den Anschluss verloren hat. Ob es jetzt mit dem Pass ist oder halt auch mit den Streaming ist da eigentlich auch ein bisschen besser als wie mit der PlayStation. Und
so dieses Multimediale, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber damals war es ja so, bei der vorigen Generation zumindest, dass das ja im Media-Bereich, also Multimedia-Bereich, noch sogar ein bisschen besser war, die Xbox so. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, da liegt die leider auch ein bisschen weiter vorne als die PlayStation. Zubehör für die PlayStation ist immer relativ teuer. Die Verfügbarkeit ist ja auch so lala, und wenn du jetzt hier so eine Slim holst, zahlst du ja, glaube ich, 250, was dir auch völlig okay ist, und du kriegst dafür sehr viel geboten. Also, und für sich sehe ich persönlich schon die Xbox vor der PlayStation irgendwo. Also jetzt einfach nur ansprechen, also generell für die Kunden. Komm schon! Achso, wir wollten ja. Warte, machen wir jetzt. Zack. So, einladen. Nach Freund suchen. Wo stehst du denn? Schickst du mir nochmal deinen Namen? Ole. Community. Ja, schick mir einfach nochmal deinen Namen, dann suche ich dich hier. Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. BCG. Leerzeichen. Leerzeichen. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. X. Falsch. Zuck. Da ist er. Kriegst du gleich eine doppelte Einladung? So. Und wen hatten wir noch? Den lieben Train und den lieben Shinji, ne? Shinji, sind wir schon befreundet? Du spielst ja auf der PlayStation, ne? Nicht lachen. Ach, warum soll ich darüber lachen? Du bist mir einer, ich lache eher wieder über das Ding. Über deine Nachricht gerade. Nicht jeder hat so viel Zeit wie ich hier, ja. Und das Level sagt überhaupt nichts aus. Und mir ist es, wie gesagt, völlig egal, ob jemand ein hohes Level hat, ein niedriges Level, ob jemand ein guter Spieler oder ein schlechter Spieler ist. Meiner Meinung nach gibt es an und für sich keine schlechten Spieler. Wenn man bereit ist, immer ein bisschen was Neues zu lernen, dann kann man hier eigentlich immer Spaß haben, und man wird, kann jeder sehen, oder jeder, der denkt, dass er schlecht ist, wird dann sehen, dass er eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wichtig ist es einfach nur, dass man so versucht, ein bisschen die Ratschläge anzunehmen, wenn man nicht so der beste Spieler ist. Und dann passt das eigentlich alles. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich noch keinen schlechten Spieler kennengelernt. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Vettel. Ja, Train, mach dir keinen Stress. Rennt ja nicht weg. Bist du bei der Xbox oder bei der PlayStation, Shinji? Nee, leider nicht. Also, teils sonnig ist es gerade. Vorhin war es eher neblig. PlayStation bist du. Ah, ja. Warte mal, dann mach ich das mal übers Handy. Das geht schneller. Suche. Spieler. Auch einmal deinen Namen.
NG. Strich. 21.09. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Hätte ich geschrieben, ne? Ach, hier fehlt das Unterstrich-Ding. Sektor Alpha unter Kontrolle. Guten Morgen. Moin, moin. Ich finde dich jetzt auf der Schnelle zumindest nicht. Es gibt zu viele Shinjis. 24. Doch, ist so, ne? 24.09, ja. Ja, wenn nicht Shinji, musst du mir einfach eine Anfrage schicken. Siehst du ja da, Bernie unterstrich 030. Ist nicht schlimm, ja. Wie gesagt, schick mir einfach eine Frau. Oder ich guck gleich mal mit der PlayStation, können wir ja auch mal machen. Feindliche Truppen kontrollieren den Großteil der Sektoren. Wir sichern Ziel Charlie 1. Wir haben ein Ziel gesichert. Wir haben Sektor Charlie. Die App war eben gerade fehlerhaft gewesen. Irgendwie wurde die Suchzeile mitten in den ganzen Namen angezeigt. Wir haben ein Ziel verloren. Das war ganz komisch, oder? Das Problem ist nämlich, dass ich ja einen Huawei P40 habe. Und da die sind ja sanktioniert und da ist kein Play Store drauf. Und ich muss immer alles als APK-Datei downloaden. Und dann tendieren die immer dazu, irgendwie fehlerhaft zu sein. Alliierte Verbände attackieren Alpha 1. Charlie, Ziele unter Kontrolle. Sektor sicher. Feindeinheit markiert! Süden! Identifiziert! Süden! Alpha Ziele unter Kontrolle. Sektor sicher. Ziel am Boden. Ach, shit. Schisse, Mann, so. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Ah, da ist er doch. Der Shinji. So. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Damage ist irgendwie für einen Arsch bei der Waffe. Die Russen kontrollieren die meisten. Danke, was eine Ehre. Spinnen Sie nicht rum. Ich hatte von den Jungs mal die Freundesanfragen angenommen. Wir haben festgestellt, dass der liebe Train auch Battlefield spielt. Und dann immer rausgeht, wenn er unsere Namen liest. Und hat gesagt, das brauchst du gar nicht. Eine Freundesanfrage geschickt, dass er mal mitspielen möchte und das genau das gleiche bei Shinji auch. Jetzt sind wir alle miteinander connected.
In 17 Grad, Alter. Bei uns in 0. Das ist nicht fair. Gib mal was ab. Ich will endlich mit meiner Körbe mit der Froschjacke draußen rumrennen. Aber kann's nicht, weil es noch zu kühl dafür ist. Bravo 1. Wir haben kaum noch Truppen und Material. Ich hab übergeballert. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Naja, also mir ist das eigentlich ehrlich gesagt Blechbums. Ob jemand im Gegnerteam ist, das lässt sich hier nun mal nicht vermeiden. Dafür ist die Community zu klein. Also die Serverauswahl. Ich habe damit kein Problem, wenn jemand mal im Gegnerteam ist. Eins, womit ich halt ein Problem habe, ist, wenn die Leute daneben parallel in den Stream gucken. Solange das nicht der Fall ist, habe ich da überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar manchmal ganz witzig. Stali zum Beispiel, wenn der im Gegnerteam ist, Junge, Junge, da geht mir einer ab. Dann suche ich ihn immer meist in seinen dreckigen Panzer und dann springe ich ihn in die Luft und tippe ihn. Oh. Es gibt so eine richtige Genugtuung. Das ist ein Sadist. Ach, das war ich werde dich auch weiterhin stream snipen, Bernie. Ja, ja, klar. Du snipst niemanden mit deiner Krüppelhand. Guten Morgen. Es ist ein verdammt weiter Weg. Also bewegt euch. Guten Morgen in the morning. Verloren. Wir müssen es uns zurückholen. Ich schließe. Der Feind ist ein Ziel gesichert. Feindliche Truppen kontrollieren den Großteil der Sektoren. Wir haben diese Schlacht verloren. Die Russen haben uns hier geschlagen. Wie gesagt, bleib einfach drinne. So schlimm ist das nicht. Niemand muss die Map verlassen, nur weil wir jetzt auf einmal im Gegnerteam sind oder im wie auch immer. Das muss. Hat er gestern bei mir auch schon rumgejammert. Ja, damit überhaupt gar kein Problem. Es lässt sich nicht vermeiden und mir macht Spaß, wenn man die Leute kennt. Und wenn man mich nervt, dann hole ich einfach die Schrotflinte raus. Fertig ist. Oh. Muss mal kurz für Mutti einen Kaffee machen. Ihr wisst ja, Mutti's Hand ist kaputt. Da muss ihr Lieblingssohn sich erstmal um sie kümmern. Nee, sie hat gerade gefragt, ob ich hier noch schnell einen Kaffee machen kann. Habe ich gesagt, naja gut, ich bin ja mal nicht so. Hattest du ja heute eine Operation? Gleich geht's los, Leute. Mein Quatsch. Ich bin sofort wieder da. Santi ist schon offen, wenn er dann beitreten will. Bin gerade am Wendekommen, Manifest. Naja, ist vorbei gewesen, die Runde. Hat mir noch verbunden. Jetzt bin ich im Ladebildschirm. So, Leute. Morgen, Bischof. So. Kalli. Vielen lieben Dank für deinen Achten. Morgen Twain. Oh nee, Bischof. Geht ja nicht. Ich bin schon seit einer Stunde wach, weil ich noch Probleme hatte mit dem Tracker Network, weil ich da immer rausgeflogen bin und meine Stats nicht mehr sehen konnte. Jetzt muss ich meinen kompletten, sag schnell, Discord verbinden und PSN nochmal verlinken und oh, Katastrophe. Zero, guten Morgen. Bischof, ich bin schon in der Party mit Bernie und mit Emmett.
Außerdem spielen wir eh nur Eroberung, das ist eh nicht für dich. Wir hatten da wieder gepuppt. Ja, Train geht. Gestern schon deutlich besser und heute merke ich gar nicht, ja, nicht mehr. Stimme noch ein bisschen, aber. Ich möchte das Wort nicht sagen, was ich denke. Drauf ist es. So, ich starte schon mal die Runde. Vielleicht werde ich im Link. Ne? Irgendwas Bestimmtes? Soll ich Black. Ach, diese. Wie heißt die Map? Auf gar keinen Fall. Flashpoint? Nein. Nein. Flashpoint ist geil. Nein. Flashpoint. Oder Exodus. Nee, mach das normale einfach nicht. Immer dieselbe Karte. Exodus ist ja nicht drin. Also einen Platz hätten wir noch, meine Lieben. Wenn noch jemand Kontakt, Zeit und Lust und Laune habt. Dann würde ich gerne noch einen einladen. Bischof, willst du Eroberung spielen? Also wenn ihr dachtet, ja, ohne Scheiß, er mit Salz, dann kennt ihr Bischof noch nicht. Außer als Zuschauer. Also wenn es noch salziger wird als Emmett, dann... Oh ja. Da ging gestern alles. Und als sein Mate mit mir Eroberung gespielt hat und Snow bei ihm drin war, das Snow voll schnaubt. Es war so witzig. Und Snow immer nur, na was soll ich denn machen? Ich belebe dich wieder, ich renne in eine Flagge, du sagst links, ich renne links, auf einmal bist du rechts. Das war so witzig. Rapunzel hatte auch seinen Spaß da beim Zuhören. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Oh, Schmitty, kannst du mir gleich mitnehmen. Das neue Ding hier testen. Wie war das denn das? Da können nur zwei Mann schießen und die anderen stehen nur drauf? Jo. Ey, Emmett, was geht? Kuckuck, Boris, hallo. Das Schweiße redet. Ich bin Gunnerplatz. Snow ist auch drin, du fauler Hund. Sollst schlafen. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Oh, was? Ja, die sind hinten. Ja, aber wieder durch den Rauch. Hier ist ein Morph drin. Komm jetzt zwei Mann, komm zwei Mann. Oh, er stirbt nicht. Ich habe alles gegeben. Ja, das neue Ding ist am Anfang ist relativ nutzlos. Da muss man wirklich erstmal was freischalten, aber selbst dann ist es nutzlos. Aber ich habe gestern schon Schmidt gesehen, das Ding kann Brandbomben oder sowas schießen. Ja, muss erstmal alles freischalten. Ja, das dauert ja nicht lange. Gucken hier, dann kriegt mir das Ding. Ich hab gestern auch getestet im Stream. Smoke, Repair-System, Aktivschutz,
Waffenstation 40 mm oder 25 mm Kinetik. So. Ja. Waffenstation 2 Minigun, 20 mm Flak und 40 mm Feuergranaten. Aber schon 450 Abschüsse damit. Dann wisst ihr, was Schmidt gestern wieder gesucht hat. 31 oder 51 ist. Aber er hat 450 schon, wenn die Scheiße, damit er die Brandgranaten hat. Junge, Junge, Junge. Naja, es dauert ewig wieder. Lol, ich hab ihn verbrannt. Ich geh wieder nach oben nach A1. Wie ist die Lage? Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Ey, das gibt's doch nicht. Unsere Leute haben Probleme, die Ziele zu kontrollieren, Sir. Komm. Nee, Schmidt, kommt schon. Ich geh nach A1 hoch. Bernie ist noch nicht da. Gegner hier. The real Gunknife im Team. Na Mensch. So. Oh. Guten Morgen, Gaming Boy. Einen schönen Gruß von dem Henry soll ich ausrichten, Männers. Schönen Gruß zurück. Schöne Grüße, ja, danke. So, was greifen wir an? Ich Hammett ist hier oben irgendwo verschollen. Ich bin wieder tot. Hier hinten ist mal einer. Wir haben Sektor Alpha eingenommen. Ich renn hinten rum. Feind am Boden! Feind am Boden! Langsam schwächen wir sie. Wir müssen nur zusammenhalten. Hey! Hey! Wir haben ein Ziel verloren. Der Platz 2 ist weg. Ja, das Ding steht jetzt überall, aber du hast den Charakter wohl richtig schnell hochgespielt. Gegner an diesem Ziel attackieren! Haltet uns auf den Laufenden. Warum auch immer, mir wurde es zwar oben angezeigt, aber. So, so. Oben laufen wir welche. Wird was geräumt? Sie könnte oben bleiben. Ja, weiß ich, Vettel. Der hat gestern schon einen Zuschauer geschrieben, dass der Ding jetzt schon wieder fast auf der Eins hat. Und das nach einem Tag, aber das sind halt die Sniper, ne? Rayo und Kaspar, das ist ja auch relativ weit, relativ schnell oben. Noch einer rennt hinten rum, damit. Nicht irgendwo die alte Steuerung einstellen auf einen Knopfdruck? Ich glaube nicht. Ja, löschen. Wie ist es in den Voreinstellungen, würde ich mal gucken. Da könnte was drin sein, aber ich glaube nicht. Nein! Ah, hier ist einer schon. Mal ganz kurz hier in den Controller reingucken. Luftfahrzeug, Steuerung zu. Oh, hier sind aber schon wieder Gegner. Hier oben sind wieder Gegner. Hier sind noch zwei. Und hier. Die kommen jetzt aber hoch zu A. Großteil der Sektoren und durch Zufall entdeckt jetzt eben beim Runterfallen. Eine campt hier rum. Daten werfen. Da sind auch Toten. Ja, von unten gestorben. Wahrscheinlich ein Bucket irgendwo um.
Am Hochhaus. Ich soll dir eins bauen, oder? Hier könnte es sein. Klassengadget. Ja. Ja, aber die waren schnell da. Also hier müsstest du mal gucken bei den Tastenalternativen. Vielleicht ist da irgendwie eine Kombination mit bei und wenn nicht, kannst du das halt hier alles zu einrichten. Da kannst du jede einzelne Taste zuweisen, wie du gerne möchtest. Da kannst du dir ganz schnell eigentlich deine eigene... Mann, was ist denn hier los? ...deine alte Steuerung wieder einstellen. So viele Tasten wurden ja nicht vertauscht. Wir kontrollieren den Großteil des Sektors. Ja. Wir müssen wirklich auf die Heli achten, ne? Hab eine Klette dran, Boss. Einer weniger! Ich hab leider nur. Ja, brauchst du nicht mehr. Ich hatte ihn angeklettet mit der mit dem Granatwerfer. Ah, hinten ist er, hinten. Oh, zwei Mann hinten. Nee, Bischof, du siehst meine Party nicht, weil ich in einer Privatparty bin. Das ist genau das, was ich dir gestern erklärt habe. Wenn du in einer geschlossenen Party bist, sehen nur Leute, die in der Party drin sind. Sektor Alpha ist an den Feind gefallen. Aber du spielst ja eh keine Auro. Deswegen ist es ja sinnlos. Aber wenn er noch mehr rumsalzt, dann ist es sowieso schwierig. Zu viel Salz hat der Trarik immer nicht. Aber er, weiß ich nicht, er hat so eine süße Art. Er sagt jetzt nicht so wie er mit so, sondern er hat so einen Unterton. Du willst mir auf den Sack gehen. Du gehst doch nicht auf den Sack. Ich hab's gestern 12 Stunden oder so mit dir ausgehalten. Angriff, Angriff, Angriff. Wo seid ihr? Ich salz hier. Nein, sie salzt nicht, Sir. Genau. So, gleich hoch aufs Dach. Fertig werden. Holt mir den Sieg, ihr Marvin. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Sonst fange ich hier mal an, rum zu salzen. Übernehmt die Kontrolle über das markierte Ziel. Augen offen halten. Erst, Bischof, du wirst erst eingeladen, wenn du sagst, dass Eroberung der bessere Modus ist. Dass man von Durchbruch nur Durchfall kriegt. Los geht's. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Jeder weiß, dass Eroberung der bessere Modus ist. Das ist der Hauptmodus vom Spiel. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Mann, wie spielen die denn wieder? Ach. Junge, Junge, das ist aber auch eine Explosion. Fuck, Alter. Fremder Fuck, wir hören uns dann lieber nicht mehr. Wie bei uns ist der Sender. Der Aufsatz während des Spiels, ich zeig's dir gleich nochmal, wo die direkte Passenbälle sind. Hier ist rechts da oben drauf. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Mann, da geht ja die Leiter hoch. Die findest du hier gleich ganz oben. Übersteuerung zu Fuß. Und dann normale Konfiguration. Und hier kannst du dann einfach mit R2 durchdrücken. Und wie gesagt, hier kannst du die eigentlich relativ schnell mit Panzer zu sehen, ein feindlicher Panzer. Richtung B. B1, B1. Vorrücken und das Ziel dort sichern! Wir werden von hier aus alles überwachen. Warte, ich lese gleich. Gibt es hier gerade eine Diskussion, ob Durchbruch besser ist? Ja, ihr habt doch Fieber, Alter. Ich verstehe gar nicht, warum man mir denn bei Eroberung zuguckt, wenn er Durchbruch besser findet. Nee. Hier ist noch einer, Emmet. Jetzt Test down. Nee, das war ein Dings gewesen. Bucket.
Scheiße. Hinten ist er, hinten einer Container. Oh Mann, irgendwo in der Schmelzkanone. Ich hab mir keinen Sack. Hast du den einmal? Ja, hinten ist noch ein Sniper. Alpha 2. Kaputt, Alter. Erobung beste? Ja, so sieht's aus. Oh, Zero, das hast du aber schön gesagt. Gefällt gerne. Außer von Bischof, da wüsste ich, dass das die Logen wäre. Moin. Hier, lutscht sie, scheiß Boris. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Oha. Aue. Moin Gott, hier unten am Fahrstuhl sind drei Leute. Ich hab zwei aufgehalten. Hier ist noch einer Bruno bei. Der steht hier in der Ecke. Er will. Ah, er fährt den Fahrstuhl. Der geht nirgendwo hin. Ja, schon wieder dieser Scheiß-Boris hier. Lutscht sie. Ja, auf die Leute zu teabacken, Männer. Da musst du dich nicht wundern, wenn alle hassen uns. Klar. Die müssen gleich quitten, wenn die sehen, wir sind in der Lobby. So wie zu Battlefield 5 Zeiten. Ja, gut, ich wieder ein Störender denn hier irgendwo. Ich verurteile mich links nicht. Mich auch nicht, die kann ich die ganze Zeit teabaggen. Verschwinden wir! Morgen, Basti. Wie ist denn das da jetzt eigentlich, wenn da einer einen zweiten Störsender hinsetzt? Dann stört der zweite Störsender den ersten Störsender? Ja, das ist alles. Halte mir den Rücken frei! Weil ich hab jetzt zum Beispiel, kann meine jetzt nicht nutzen, weil da irgendwo ein feindlich ist. Wir haben keine Kontrolle mehr. Ja, irgendwo hier wieder über uns. Ich hab einen erledigt! Scheiße! Das ist immer der gleiche Initiative, gell? Ich will, dass sein Salzlevel steigt. Das? Rogi, guten Morgen! Ja, wie es ungenauer wird da mit dem Aiming? Schlimmer wird. Hier ist schon wieder einer drin. Wie bei dir? Nein! Kann ich dir nicht sagen, Ogi, ich spiele nicht auf der PS5. Aber da es auf der PS4 auch sehr gut läuft, wird es auch auf der PS5 gut laufen. Ich spiele zwar auf der PS5, aber wir spielen einmal die PS4-Version. Weil die Maps einfach kleiner sind und du nicht so weit rennen musst in der Eroberung. Nee, kein Problem. Das Spiel kommt eh nächste Woche in den PlayStation Store. Dann geht die Spielerzahl auch wieder hoch. Ich bin. Guten Morgen, Paddy. Die sind irgendwo über uns, den Stock aber nur. Attackiert das Ziel! Wir müssen erstmal packen. Shit. Wo ist er, Emmett? Emmett, die neue Schrotflinte ist übrigens extrem gut, ne? Ja? Die Super 500 ist ja keine Schrotflinte, ist eine abgesägte. Los geht's! Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Ja, das ist gut, ja, im Nahkampf sollte die eigentlich gut sein. Genau, genau, kommt in PlayStation Plus. Wir wissen leider nicht, welche Version, aber ich gehe davon aus, dass die Beta-Version machen. Also, ich auch mal hier und wenn einfach die Gold-Edition nehmen, fertig ist. Also sozusagen nur ohne den Battle Pass, ne? Ah, nein, ist er das gewesen? Ah, ja. Wo ist er? Hinten. Roter Ping, roter Ping. Ah, ich sehe ihn nicht mehr. Kommt wieder vor, zwei Leute. Ich springe jetzt alle rein. Treff ihn nicht. Super Hein kommt. Fili. Gaming Boy. Lost. Warum Lost? Das ist doch wieder ein Bernie-Emote. Das seht doch. Hey Segment, Grüße gehen raus. Namaste. Wieso dein alter Name? Segment. Ich bin verwirrt. Wir haben die Kontrolle. Sind alle unter uns, Bernie. Oh, groß, Baby. Da ist er. Guck mal jetzt. Oh, was? Ist der Server abgekackt oder was? Ach, der ist von Ghost Baby. Oh.
Kann ich nicht mehr die wecken? Sehr gemein. Yo. Auf Xbox haben die nur die neue Version reingepackt, schreibt Obi gerade. Also im Xbox Pass. Jo, bei mir ist eh mal. Schau mal, abgekackt. Mann, das wird wieder. Aber komischerweise, der Stream nicht. Der Server sagt mir Internetverbindung verloren. Und beim Stream ja nicht. Mann, so eine gute Runde. Ausgeflogen. Jetzt bin ich auch ausgeflogen. War so eine schöne Runde, ja. Schade. Jetzt bin ich wieder reingekommen. Wieso Teamdecken ist einfach nur so. Wollte irgendjemanden ärgern, ich wusste nicht, dass der gleich noch zu Ghost Baby gehört und Ghost Girl. Wollte einfach nur... Ja, Ghost Baby, Ghost Girl und Break My Silence. Ja, und diesen Break My Silence habe ich die ganze Zeit geteabackt. Ich wusste aber nicht, dass... Der spielt doch nur Casper und spielt doch nur Fahrzeuge. Der kann am Boden nicht. Nein, das war ein Boris. Der hat sämtliche Fahrzeuge auf 10x T1, aber... Wahrscheinlich noch keine 500 Flaggen eingenommen. Nein. Also ich bin drin, ich warte jetzt auf euch. Ich bin jetzt im Menü. Ich bin auch im Menü. Danke, die werden. Du Scheiß, ey. Oh, so eine gute Runde, Mann. Ja, weil ich nein, Sanduhr. Oh. Geil. Und wie viel müssen wir noch? Ja, 130 noch für Tier 1. Na, wahrscheinlich Gaming Boy. Wahrscheinlich. Deswegen einmal disconnected gerade. Ist halt so, wenn du Amazon Mietserver nimmst. Und dann wahrscheinlich die billigsten für 3,99 im Monat. Volumen. Sekten, was schreiben Sie da? So, Schwätzer-Cappy auf. Jetzt sind sie wir bei uns, jetzt kannst du sie nicht. Extreme Bedingungen ja, haben dort zu einer Massenevakuierung geführt. Ich gewusst, dass Break My Silent zu den gehört, hätte ich mir einen anderen gesucht. Gesagt, das war einfach willkürlich irgendjemanden rausgenommen. Du, die springen immer einfach alle nach und so. Das ist nicht mal. Ja, das stimmt. Geht so nicht? Hä, Schmidt die alleine? Schmidt ist alleine auf unserer Seite. Ohne seine Mates. Und danke für den Follow, Gary Boy. Willkommen in der Community. Ja, das stimmt. Was machen? Weiter, unser Ruf wird geschädigt. So, ich denke, wir haben keinen Clan. Kann ich machen, was ich will? Was für ein Ruf? Ich bin Söldner, ich darf jeden Team gehen. Ich hab dich lieb! Schreibt er! Wo ist er? Der ist bei uns auf der Seite. Mann, Alter. Da haben wir aber auch wieder Glück gehabt. Schnauze, Hemmel. Na, warte ab. Das hast du ja wieder nicht umsonst gemacht, ne? Ich repariere, hau ab hier. Da war nichts mehr. Das ist halt ein scheiß Konno, Alter. Drei Akkubaten muss ich auch gleich einmischen. Okay. Ah, nein. Gib dir nur eins. Gib dir nur eins, weil der Motto ist. Ja, ja, hier sind alle drin. Nein! Kontakt! Russische Einheiten vor Ort! Los, nehmt euer Ziel ein! Oh, jetzt bin ich falsch gespawnt, es geht vom Video. Vergiss es? Oh, ich bin wieder rausgeflogen. Oh. Was ist denn das hier heute? Ich bin schon wieder auf dem Spiel. Und wieso war das?